Hallo liebe Minecraftler und herzlich willkommen zu einem neuen Video von TheMineS007. Ja, heute möchte ich, wie im Titel schon steht, euch einmal zeigen, wie ihr den Timber-Mod für Minecraft 1.3.1 installiert. Doch was ist überhaupt dieser Timber-Mod? Dieser Timber-Mod bewirkt, dass ihr sozusagen, indem ihr einmal ein Holzstück von einem Baum abbaut mit einer Axt, dann fällt der gesamte Baum in sich zusammen und das ist ja eigentlich auch ganz realistisch so. Und jetzt möchte ich euch erstmal den Mod zeigen. Herunterladen könnt ihr den Mod von der Seite in der Videobeschreibung. Benötigt wird ebenfalls noch der Modloader, den laden wir uns mal glatt zuerst hoch. Der Modloader für 1.3.1, wir nehmen den Download Direct. Das lädt dann kurz, mein Internet ist wie gesagt nicht das schnellste. Und dann dürfte das hier auch gleich langsam mal losgehen. Ja, Datei speichern, wir haben den Modloader, das können wir mal ganz kurz von der Liste entfernen. Da ist der Modloader. Und jetzt brauchen wir noch den Mod an sich, dafür scrollen wir ein bisschen runter, klicken hier auf Timber. Und haben dann hier Download Timber 1.3.1. Der Mod ist also geupdatet. Diese Seite führt uns jetzt erstmal noch hier auf Adfly. Und wir warten, wir warten. Und klicken auf Werbung überspringen. Bloß nicht hier irgendwo auf Download klicken. Das sind meist nur irgendwelche falschen Programme. Okay, wir öffnen uns jetzt einfach mal den Timber-Mod mit einem Doppelklick mit dem Programm WinRAR. Und diese readme.txt könnt ihr euch angucken, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr nicht möchtet, könnt ihr das lassen. So, jetzt zeige ich euch, wie ihr in den Ordner von der Minecraft.jar kommt. Dazu drückt ihr Windows-Taste und R oder kommt irgendwie in Ausführen und gebt dort %app-data% ein, also genauso wie das hier steht. Wir klicken auf OK und sind im versteckten Ordner Roaming. Wir gehen dann auf .minecraft, auf bin und haben dann hier einen Ordner Minecraft oder auch Minecraft.jar. Wenn ja ein Meta-Inf-Ordner ist, den müsst ihr unbedingt löschen. Wenn ihr das vergisst, wird kein Mod bei euch laufen. So, jetzt nehmen wir diese Mod-Timber.class und diese Timber-Mod.class einmal in die Minecraft.jar. Jetzt haben wir uns den Timber-Mod installiert und uns fehlt noch der Modloader. Den öffnen wir ebenfalls mit dem Programm WinRAR. Eigentlich eine ganz standardmäßige Mod-Installation. Wir ziehen das hier noch da rein, drücken OK und können das hier jetzt eigentlich auch schon wieder schließen. Haben den Mod erfolgreich installiert. Wenn ihr irgendwelche Fehlermeldungen bekommt, dann hängt das höchstwahrscheinlich damit zusammen, dass ihr während des Kopiervorgangs Minecraft geöffnet habt. Das dürft ihr nämlich nicht machen. Und jetzt gehen wir mal glatt einfach in Singleplayer, machen wir mal eine neue Welt. Game Mode nehmen wir mal ganz kurz Creative und erstellen uns eine neue Welt. Dann kann ich euch direkt einmal zeigen, ob die Installation des Timber-Mods funktioniert hat. So ein bisschen verbuggt, wie ich finde, ist die Version von Minecraft noch. Aber ihr seht, das ist eindeutig Minecraft 1.3.1. Und wir holen uns mal kurz eine Diamanthacke und setzen jetzt mal ganz kurz unseren Game Mode um. So, wartet. Ich kenne da leider gerade noch keine andere Möglichkeit, meinen Game Mode zu versetzen, aber egal. Ich habe nämlich noch kein Too Many Items installiert. Okay, jetzt bauen wir einfach mal das unterste Holzstück eines Baumes ab und siehe da, der gesamte Baum fällt in sich zusammen. Eigentlich ganz einfach dieser Mod und jetzt kann man super schnell hier zum Beispiel Holz abbauen. Das geht übrigens auch bei größeren Dschungelbäumen, aber da sehe ich jetzt hier gerade keinen. Okay, das war's auch schon wieder von diesem Video von TheMineS. Ich sage vielen Dank, dass ihr dieses Video angesehen habt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.